Okay. Als hätte ich es gewusst, dass da eine Schlange rauskommt. Aber ich habe es nicht gewusst. So. Jetzt müssen wir nur noch... Ich glaube, hier gibt es übrigens tote Winkel. Ja. Irgendwo hier so. Hier gibt es einen toten Winkel. Ja, genau. Das weiß ich noch. Okay, wo müssen wir die Wanze... Hier müssen wir sie verstecken. Tada! Ich habe die Flügelvibrationen der Wanze bereits eingestellt. Ich bin ein Genie! Okay, Auftrag erledigt. Und dann können wir auch gleich den Tresor hier knacken. Autsch! Nein! Nein! Schlange? Tschüss, das ist nicht dein Tresor. Hast du schön bewacht für uns, aber naja. Dass ich Sanskrit spreche. Sonst hätte ich den letzten Code nie geknackt. Der Sanskrit. 386. 386, ja? Übrigens auch sehr schön, dass sie hier diesen Tresor... Oh, Verzeihung. Tresor verändert haben. Und was haben wir hier? Stromschlag. Ja, ist cool. Du hast den Starkstromangriff erhalten. Ja. Und das werden wir gleich mal auf irgendeine Taste platzieren. Nicht irgendeine, sondern die, die dafür gemacht sind. Und dann werden wir das einfach mal testen, um ja einfach als Rache für die letzte Mission eben. Moment. War das? Nee. Das wollte ich jetzt nicht so. Das hier, genau. So. Und? Ah, komm. Diesen wertvollen Gegenstand, den können wir uns noch holen. Denn wie wir ja sehen, haben wir ziemlich wenig Geld. Ich habe schon überlegt. Zack. Und sofort tot. Seht ihr? Cool. Ich habe überlegt, ob ich sofort... Nee, nicht sofort tot. Ob ich eine Extra-Mission mache oder offscreen einfach mal ein bisschen Geld sammle. Um dann genügend Geld zu haben, um dann neue Fähigkeiten zu kaufen. Könnte ja für euch ein bisschen langweilig werden, wenn ich hier die ganze Zeit nur... Oh, du hast einen schönen wertvollen Gegenstand gehabt. Naja, egal. Könnte für euch ein bisschen langweilig werden, wenn ich hier die ganze Zeit nur Geld sammle. Naja, was soll's. Wir gucken erstmal, wo die nächste Mission ist. Und das ist da nur mit Bentley. Bentley ist dran. Der kleine Stubenhocker. Nein, Bentley ist kein Stubenhocker. Er ist ein Computerhocker. Aber das ist ja nicht schlimm. Das machen wir ja alle. Wir sollten diese Brüderlichkeit teilen mit ihm. Was? Okay, da drüben muss ich hin. Ich weiß immer noch nicht, wo mein Zuhause ist. Egal. Schnell auf den Fliegenpilz hoch. Damit wir groß werden. Ne, hoch springen können. Tada, Bentley, komm, mach hier an. Ne, gucken wir erstmal, was ja alles noch so gibt. Denn ich weiß nicht mehr. Okay. Ich kann mir nichts leisten. Oder? Doch, ich kann mir was leisten. Aber ist das jetzt ideal für Bentley? Nee. Das ist für Mary. Aber der hat ja hier noch nichts zu melden. Und darum ziehen wir erstmal los mit Bentley. Ja. War auch nicht jetzt die besonderste Mission. Doch. Ich muss sagen, ist eigentlich ziemlich lustig. Denn der Bentley legt sich hier mit Rajan an. Und wird von ihnen die Blaupausen stehlen. Und der Rajan ist nicht so dumm wie die ganzen Gegner hier, sondern ist schon ein bisschen hartnäckiger. So, aber die coole Bentley-Fähigkeit ist, dass er die Gegner betäuben kann. Was ziemlich nützlich ist, denn er ist auch nicht der Stärkste, wie Mary zum Beispiel. Gucken wir mal, wo war jetzt die Mission? Kamera-Perspektive? Wäre nützlich. So, da oben. Also genau der falsche Weg wieder. Nein! Du hast mich nicht gehört. Ist schon alles in Ordnung. Nein, ich bin im Laser drin. Ach, was soll's. Ihr seid doch jetzt sowieso dran. Zack, zack, zack. So, geh nicht weg. Ein Schläfchen für alle, ja? Okay, für dich nicht. Dafür gibt's nichts mehr. Ich habe leider nicht mehr so viel Schlafpulver. Okay, darüber müssen wir... Ja, genau. Wie er läuft. Wie erwartet ist Rajan auf seinem täglichen Rundgang durch das Unternehmen. Meinen Quellen zufolge hat er immer drei Blaupausen bei sich, die, zusammengelesen, alles über seine Spice-Operation verraten. Dumm, dass er nicht den Teil von Clockwerks Herz dabei hat, den wir bei der Aufklärung gesehen haben. Sonst könnten wir in voller Schlafpfeile pumpen und heimfahren. Leider sind meine Schlafpfeile zu schwach, um Rajan zu betäuben.
Was? Wie sollen wir dann diese Blaupausen bekommen? Ja. Rajan hat einen unstillbaren Appetit auf indische Wassermelonen, die ihn im Ganzen verspeist, zwingen, ein Nickerchen zu machen. Sobald er schläft, schleiche ich mich rein und stehle die Blaupausen. Das ist ja schön und gut, aber wie willst du ihn zu den Wassermelonen locken? Ich habe meine Schlafpfeile mit einem Schallverteiler ausgerüstet. Die Geräusche sollten ausreichen, um den neugierigen Rajan von Ort zu Ort zu locken. So, so. Leckere Wassermelonen. Die hätte ich jetzt auch gerne. Okay, dann versuchen wir mal hier unser Glück. Also ich versuche jetzt hier mit unseren Pfeilen dran zu schießen. Und dann wird hoffentlich der gute Rajan nicht hier hochkommen. Nein. Oh. Bitte geht so. Oh ja. Wow, mit Schale. Der macht das ja wie... Okay. Gute Nacht, ja. Das ist also unser guter Rajan, von dem wir uns jetzt die Blaupause stellen. Und nix wie weg hier. Nein, nein, nein. Du hast mich nicht gesehen. Es ist nichts passiert. Es war meine. Ja, schlechte Ausrede, ja. Na, was soll's. Bentley, rennen. Wo ist er? Ich weiß nicht, wo er ist. Aber wir gucken uns stattdessen den nächsten Ort an. Okay. Ist nicht weit entfernt. Von daher... Oh, nee. Ach so, die können wir jetzt gar nicht betäuben. Jetzt kommt der Rajan hierher? Nee. Okay. Ich dachte schon. Wir klettern hier auf den LKW und schießen von dort aus. Warum ist da ein Laser? Hä? Verstehe ich nicht. Hat mich jemand gesehen? Nee. Hä? Schaut euch das an. Wie das? Naja, egal. So. Rajan, hier. Du musst schon hier hingucken, Mensch. Junge. Sag mal, hast du keinen Appetit? Ey, du. Das gibt's doch nicht. Ach so, wir müssen ihn Stück für Stück hierher lotsen. Komm, komm. Das ist wie wenn ihr einen Huhn einfangen wollt, mit dem, das ihr mit Körnern lockt. Weil ihr ja das öfters mal macht, einen Huhn zu locken. Mist, jetzt steht auch noch so ein doofer Gegner. Na komm, der kann auch gleich mitschlafen. Wer schläft schon mit Rajan? Nicht wie ihr das jetzt vielleicht denkt. Ich meine natürlich, ne? Ja. So. Dann schlaf hoffentlich nicht ein, okay. Vielen Dank. Ist egal. Ich habe die Blaupause. Nur das zählt. Haha. Oh. Nein, 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 nein. Kommt wer? Oh ja. Alle auf einen Haufen. Wie wir sehen, machen die nicht nur Rudel schlafen, sondern auch hier im Rudel ankommen, ja? Oh, Rajan kommt. Nein, nein, nein. Schnell hier hoch, schnell hier hoch. Oh nein, ich bin nicht Sly, aber ich bin Bentley. Aber ich kann hier trotzdem Opfer sein. Cool. So, da ist die nächste. Komm. Schafft ihr es gleich dahin zu hopsen? Ja. Cool. Na, Mensch. Wenn du schon so einen Appetit auf Melone hast, musst du sie auch von Weitem schon sehen, oder was? Na, siehst du. Okay, dann lassen wir uns weiterhin von den Gegnern stören. Und besorgen uns die letzte Blaupause von Rajan. Oh. Bentley liest schon einer. Later. Ah, komm. Zu spät, Kleiner. Na gut. Was? Die Blaupausen? Sie sind mir gestohlen worden? Wie das? Der komplette Satz Blaupausen. Gute Arbeit, Bentley. So langsam kriegst du ein Gefühl für die Sache. Ja. Sag mal, der Gegner hat mich wohl nicht mehr gesehen, oder wie? Ah. Das sind so die lustigen Sachen in Sly 2. Okay. Der Bentley hat wieder einen Plan aus der Yps. Schlechte Nachrichten. Rajan hat sich irgendwo im Tempel versteckt. Schätze die Zerstörung seines Satellitensystems und mein Eindringen in seine Privatsphäre auf der Suche nach den Blaupausen haben ihn verängstigt. Um an seinen Teil von Clockwerks Herz zu kommen, müssen wir ihn ins Freie treiben. Bei seinem spiceverdorbenen Temperament empfehle ich, ihn wütend zu machen. Zuerst zerstören wir das Herz seines Unternehmens, die Spice-Mühle. Dann demolieren wir den Damm über dem Tempel und versuchen ihn rauszuschwemmen. Wenn das nicht klappt,
habe ich Vorbereitungen getroffen, einen der Rubine der Tempelfassade durch Sprengstoff zu ersetzen. Falls erforderlich, können wir so die gesamte Tempelgrotte überfluten. Sofern mein psychologisches Profil zutrifft, sollte Rajan die andere Hälfte des Herzens bei seiner Flucht mit sich nehmen. Und es uns auf diese Weise servieren. Okay, der Tiger ist wieder in die Höhle des Löwen. Und wir versuchen ihn jetzt da rauszulocken. Oh, hier gibt es gleich mehr aus. Und gucken wir mal die einzelnen Missionen. Weiß ich nicht, egal, wir springen einfach hier quer durchs Ackerfeld. Obwohl hier gar kein Acker ist, denn wir sind im indischen Dschungel, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Aber ich würde sagen, wir machen dennoch mit Sly weiter und nehmen uns halt irgendeine Mission, die hier gerade zur Verfügung ist. Achso, hier runter. Ah ja, das, daran erinnere ich mich noch. Das ist das, was ich mal angesprochen habe, dass wir da noch hinkommen. Denn da kommen wir jetzt zu der Spice-Mühle. Für alle die, die noch nicht wissen, was Spice ist. Spice ist eine Droge, mit der man, ja, wenn man die nimmt, wütend wird. Rajans Blaupausen zeigen an, dass du nahe der Spice-Mühle bist. Der Durchgang ist jedoch durch diese Laserzäune blockiert. Offenbar sprengen sie diese Katakomben mit TNT. Vielleicht kann ich ein wenig borgen, um die Zäune zu zerstören. Du bist der Zerstörungsexperte. Wie muss ich das Zeug einsetzen? Oh, ganz einfach. Spring hinein, lauf mit dem Fass zu deinem Ziel, spring raus und explodier aus dem Explosionsradius. Aber hüte dich vor den Bodenlasern, Sly. Bei denen funktionieren die TNT-Fässer nicht. Achtung machen! Sorgt dafür, dass sämtliche Laserzäune aktiv sind, um die Spice-Mühle zu schaffen. Tada! Und das kennen wir hier aus den ersten Teil schon. In der Bibliothek. Also, hier dürfen wir nicht lang gehen. Darum nehmen wir den rechten, den linken Weg. So, stellen wir uns hier nah hier dran und springen hinaus. Und dann ist das aktiviert und explodiert. Juhu! Und da kommt schon die nächste. Cool. Ist das nicht praktisch? So ein Ding hier, so eine Klappe müsste man zu Hause haben, ja? Nee, wäre nicht so praktisch. Das, naja. Aber irgendwo wäre sowas nützlich, was weiß ich, nahe der Schule. So. Denn Post, es gibt ja auch Briefkästen und so. Warum können sie sich sowas auch einfallen lassen, oder wie? Ja gut. Aua. Macht man doch nicht. Gut, jetzt bin ich hier und... Oh. Gut, da müssen wir jetzt noch nicht lang, glaube ich. Deshalb gehen wir erstmal hier. Und hier ist es ratsam, eigentlich zu rennen. Ja. Tada! So schnell geht das. Gut, Leute. Wie die Spice-Mühle aussehen wird, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dann!